Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Das Schwarze Auge Drakensang. Ich bin wieder da mit meinem Fritz, noch immer bei mir. Ha, sitzt wieder in dieser Folge bei mir, der liebe Fritz. Das ist ja ein Koala-Bär. Das ist mein Let's Player, Fritz, also. Habe ich geschenkt bekommen. Von meiner Tochter. Ja. Lieb, gell? So, also, wir sind in der Kanalisation und haben wir da wieder mal eine Wolfsratte, ne? Würde ich mal sagen. Das kann er alleine machen, die dürfte eigentlich. Zack, einen Schlag hinüber sein. Ja, Rulana kommt und macht Tierkunde. So, macht die Tierkunde. Vielleicht kriegen wir da Fell raus. Wolfsrattenfleisch. Lederbänder, Wolfsrattenschwanz, genau. Und Sehnen. Da haben wir den nächsten. Das wird gleich die Rulane machen. Dann werden wir ebenfalls... Ich glaube, das müsste normalerweise reichen. Ich glaube, jetzt kommen sie einzeln. Ja, das war's schon, ne? Ich mach das schon. Tierkunde. Die tun uns nicht weh. Die tun uns nicht weh. So, die bleiben da hinten wieder stehen und träumen. Träumt's nicht. Das ist unglaublich. Also immer wieder dieses Mitziehen. Ja, wir haben hier den Tank. Unser Tank. Da ist noch was. Wolfsratte. Für Ardo. Ja. Rulana. Für dich was zum... Tierkundisieren. So. Und da schon wieder. Ja, da haben wir viele Wolfsratten. Der fliegt einfach so um, Leute. Keine Ahnung warum, aber... Ich weiß es nicht, warum der eigentlich jetzt so umfliegt. Fehlschlag. Ich versuche mein Bestes. So, gehen wir mal mit dem Vorgrim da rein. Schauen wir mal darüber. Da Ah, okay. Attacke! Ah. Ich nehme Rulana. Die Hand. Ha! Müssen wir normalerweise... Ich lasse ihn mal so kämpfen. Ja, passt. Nichts verbraucht, also top. Top, top, top. Das ist eigentlich das, was ich möchte. Einfach, einfach, einfach drauf los. Zaubern und los. Schlagen. Wieder noch viel anders. Viel anders. Wieder noch vieles anderes anders werden. Bei diesem langen Let's Play. Lederbänder. So, ich werde dich jetzt hier hinschicken, zu diesem Knödel hier.
Den haben wir noch nicht. Wolfsratte, tote Wolfsratte. Und jetzt versucht dein Glück wieder. Lute. Jawohl. So. Jetzt lassen wir mal die Rulaner looten ein bisschen. Der Vorgänger, der hat eh schon einiges gelootet. Jetzt lassen wir mal die Rulaner looten, damit sie auch was in ihrem Inventar hat. Und ja, ich möchte da einmal wieder eine liebe Grüße an den lieben Honk da lassen. Aufgepasst. Von dem ich eigentlich das Ganze habe, das ganze Spiel und so weiter. Beziehungsweise nicht von ihm habe, sondern auf die Idee gekommen ist, bin, dass ich das Spiel zocken möchte. Und er hat es ja mittlerweile schon durchgespielt. Wenn ich da Annahme richtig liege. Ja, wir befinden uns in der Kanalisation und dürften demnächst sogar auf Feinde treffen, auf richtige Feinde. Okay, ich quicksave hier noch einmal. Rissige Wand. Okay, vorher, bevor ich hier reingehe, gehe ich nochmal in die andere Richtung. Da dürfte es auch weitergehen, aber irgendwie weiß ich jetzt nicht genau, was mich da erwartet. Auf jeden Fall einiges zum Looten. Jetzt wieder mal die Gladys looten. Gladys, du wirst jetzt einmal looten. Übernehm dich wohl bloß nicht, ja? So, nächstes. Jetzt haben wir einiges Ulmenholz. Ja, ich muss noch in Erfahrung bringen, was man aus Ulmenholz alles machen kann. Weil das kriegen wir in Hülle und Fülle. Entweder ist es nur wirklich zum Verkauf, dass man es verkaufen kann, oder kann man mit dem in was looten, oder ich weiß ja nicht. Sehr gut. Da. Können wir auf jeden Fall auch hin. Ja, das möchte ich nicht. Ja, ich werde auf jeden Fall erst einmal so gehen, bevor ich mich da verlaufe oder so. Lass das mal Vorgrim machen. Weil da war nämlich die Wand, die wir aufgemacht haben, und da gehe ich jetzt einmal rein. So, quicksaven. Und los geht's. Was ist das hier? Rissige Wand, okay. Ja, da haben wir wieder eine Ratte. Bei meiner Axt. Die kann ich alleine erledigen mit dem Vorgrim. Ja. Gladys, du machst wieder Tierkundearbeit. Ja. Fehlschlag. Na bitte. Super. Aber nehmen wir so. Kein Problem. Ein Zwerg, ein Wort. Ein Zwerg, ein Wort. So, kommt alle mit. Ja, da ist ja auch nichts mehr. Da geht es auch nicht weiter. Da sind ja jetzt so viele Gittertüren.
ich glaube, jetzt wird es langsam interessant. Wir werden jetzt mich einmal looten lassen. Das haben wir schon ewig nicht mehr. Bärenfalle und zweimal heller. Quellwasser. Okay. Da geht's jetzt nicht mehr weiter. Lass das mal Vorgrim machen. Vorgrim, du gehst vor. So, und jetzt? Okay. Da geht's eigentlich jetzt nicht mehr voran, Leute. Ich muss nur mal schauen, ob wir da jetzt nichts übersehen haben oder irgendwas. Gittertüre. Okay. Naja. Dann werden wir wieder zurückgehen müssen. Das war eigentlich nicht wirklich sinnvoll, da jetzt reinzugehen. So, gehen wir da wieder hin. Da gehören wir eh hin. Ich habe schon richtig Angst auf den Kampf. Falls uns da ein Kampf erwartet, Leute. So, und jetzt gehen wir links oder rechts? Zur Linken. Okay. Gute Entscheidung. Wird gemacht. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Türe. Hier haben wir einfach nur eine Wand. Okay. Nüsse mit Nägeln gibt's heute zum Frühstück. Ah, okay. Meint ihr? Ja, ich meine. Und du gehst jetzt auch, komm. Leute. Ich kann ja eh alles aufteilen im Inventar nachher. Ja, kein Problem. Kann ich gerne mit irgendeinem x-beliebigen looten. Natürlich hat man im Inventar nicht immer ewig Platz, das ist klar. Da kommt doch Lute, Gulmondblatt und ein Heller. So. Schleifstein. Na bitte. Gehen wir weiter. Ja, ich weiß, ich speichere 100 Mal, Leute. Ja, mein Gott, aber dann verliere ich und dann muss ich wieder weiter zurück switchen, ne, quasi. Also zurückhüpfen. Das möchte ich natürlich nicht, Leute. Aha, da haben wir wieder ein Fass. Ulmenholz. Dieses Ulmenholz, Leute. So, jetzt schauen wir mal darauf. Was haben wir da? Okay. Ausgang. Aha. Stadthaus. Okay, es klingt nach Kampfmusik. Es klingt nach Kampf. Wir haben eine Musik hier. So, Leute. Mach
Okay. Ah! Leute! Da Vorgrim. Wir sind super! Einfach genial, Leute! Oh, da sind sie! Idiot! Ausgerechnet kurz vor dem Gelingen unserer Pläne schleicht sich solche Nachlässigkeit ein. So etwas wird nicht ungestraft bleiben, dass das klar ist. Aber Meister, ich habe doch alles getan, was in meiner... Schweigt! Schlimm genug, dass man euch erwischt hat. Obendrein aber auch noch unsere geheimen Zugänge preiszugeben, ist unverzeihlich. Gnade euch, wenn das Ritual euretwegen scheitert. Vollzieht endlich den letzten Ritus und bringt mir dann umgehend das Herz. Wenn ihr es nicht geschafft habt, eure Verfolger abzuschütteln, bleibt uns nicht viel Zeit. Jawohl, Meister Wagnitz. Den Zwölfen sei Dank, ihr habt hierher gefunden. Diese Bestien wollen mich umbringen. Bitte, so helft mir doch. Ja, wir werden dir helfen. Hätten wir bereits Gesellschaft. Ja. Zeit für mich, dieses unliebsame Treffen zu verlassen. So, liebe Leute. Ferio, zerquetscht dieses lästige Ungeziefer. Endgültig. Es wird mir ein Vergnügen sein, mein Meister. Nun zu euch. Da mir eure Neugier so viel Ärger bereitet hat, sollt ihr genauso sterben wie meine anderen Opfer. Männer, ihr wisst, was zu tun ist. Ich kümmere mich um das Weibsbild. So, Leute. Es geht los, ne? Da würde ich mal vorschlagen, wir gehen mit Vorgrim einmal auf diesen Kerl hier. Bei Angrosch Spart. Kladis, Funkentanz, Blitzdickfind, Sensible Infarktikus, Flimflam, Funkel. Auf diesen hier. Und Finte, die Kladis, Schladrum, die Kladis, sorry, die Rulana, wird zu diesem hier gehen. Naja, Blödsinn, wird auch diesen hier machen. Wir müssen wirklich einmal jetzt komplett Flammenstrahl auf diesen Kerl hier. Donnerkeil auf diesen Kerl hier und wir fangen einmal an. So. Auf diesen hier. Der ist einmal hinüber. Ich mach das. Kladis kann nichts mehr machen. Sie braucht wieder Astralenergie. Oder. So, fertig. So, jetzt ist er geflüchtet, ne? Leute. Wurfdolch, einfacher Verband. So, jetzt haben wir da. Super, es ist derjenige mit ihr geflüchtet. Gut, dass wir uns da jetzt umschauen können etwas. Ich hoffe nicht, dass wir da. Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht irgendwie auf einen stärkeren Boss hier dann treffen oder so. Wir gehen auf jeden Fall mal darauf. Da sollten sie ja irgendwo sein, oder? Der Kosch. Der Kosch. Okay, der Kosch. Mich interessiert das. Ich werde das aber offline lesen. Der Kosch. Das ist ein Reisebericht. Der Kosch und seine Bewohner folgt man der Reichsstraße 3 aus den Nordmarken kommend. Dann erhebt sich Stolz und Steinen aus dem dunklen Basalt unwirtlich. Oft tief verschneit und Sturm
Toast, das Kroschgebirge. Ja, das lese ich jetzt nicht alles durch. Wir werden auf jeden Fall jetzt einmal, ich werde mit Vorgrim hier den Tank machen. Da haben wir aventurische Boten. Das ist auch sehr viel. So. Ihr seid wahrlich lästiger als ein Beutel Falschgeld. Du bist dran. Bleibt, wo ihr seid. Blutrünstiger Kettenhund. Krümmt Loisane auch nur ein Haar und ihr bereut es mit eurem Leben. Einen Schritt weiter und nicht Archivarin stirbt. Ich warne euch. Kein drittes Mal. Es ist aus. Seht es endlich ein. Ich bin noch lange nicht fertig mit euch. Ihr werdet für eure Mordlust büßen und Ada von Eberstamm wird gerecht werden. Adomir, macht doch euch doch nicht lächerlich. Wenn ich jemals jemanden dieses Namens getötet hätte, wüsste ich darum. Verlasst euch drauf. Weder euer Wahnsinn noch eure töpfelhöppelhaften Lügen können euch noch retten. Euer unentwegtes Morden hat ein Ende. Hier und jetzt. Habt ihr noch immer nicht verstanden? Ihr könnt nicht mehr aufhalten, was begonnen wurde. Das einzig nahe Ende ist das eurige. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall mal tun. Bei meiner Axt. Der wird auf jeden Fall jetzt einmal dran glauben müssen. Wir schmeißen komplett die Axt vom Vorgrim hin. Funkentanz, also den können wir nicht nehmen. Ceritus. Sie wird auch noch diese Finte nehmen. Und dann wieder diese Candidus blitzdicht findet. So, die Rulana ist noch nicht beschäftigt, wird einfach draufschmeißen. Ihr werde ich aber dann jetzt zukünftig wieder die Ding geben, den Bogen. So. Jetzt haben wir alle eigentlich so gut bedeckt. So, ich sollte hier jetzt auf jeden Fall plum barum. Was ist das, plum barum? Fertig. In Pajos Namen, was hat sich hier zugetragen? Ja. Erklärt euch. Ich erkläre mich. Erklärt dieses Chaos. Ja, ich erkläre mich, ja. Der Großinquisitor der Preiskirche, ihr hier? Allerdings, ihr habt versäumt, meiner Forderung nach Erklärung nachzukommen. Ich warte. Entschuldigt, Großinquisitor, mein Name ist Horst von Arnheim. Ich arbeite mit Zustimmung der Wachhauptfrau an der Aufklärung der Morde, die durch diese Männer verübt wurden. Eine von den Archivarien aufgedeckte Gemeinsamkeit der Opfer führte uns zu ihnen. Diese Männer hier sind also diese Untaten schuldig? Und wem genau handelt es sich? Ja, Großinquisitor, Ferreur von Ferdig und Kastan Wagnitz samt ihrer Handlanger machten Jagd auf Nachfahren von Drachentötern. Erst vor kurzem habe ich durch meine Nachforschungen erfahren, dass auch ich vom Blute eines Drachentöters bin. Diese roten Schlechter müssen dies ebenfalls in Erfahrung gebracht haben, doch konnte mich Horst von Arnheim im letzten Moment aus ihren mörderischen Klauen befreien. Ansonsten wäre ich sicher auf die gleiche Weise gestorben wie die anderen Opfer. Ja, na gut, aber kennt ihr auch den Grund für das Handeln dieser Unholde? Nein, bedauerlicherweise hat im Kampf um unser Leben keiner unserer Gegner überlebt. Allein Kastan Wagnitz konnte entkommen. Er floh noch, bevor es zum Kampf kam. Ich wollte gerade die Verfolgung des Halunken aufnehmen. Nichts werdet ihr tun! Seht euch doch um! Wir sollen Licht und Wahrheit des Dunkeln um diese Verbrechen erhellen. Wenn ihr alle erschlagt, die mit ihm in Verbindung stehen... Aber eure Herrlichkeit, hätte Horst von Arnheim die Bösewichter gewähren lassen sollen? Silenzium! Stellt meine Geduld nicht unnötig auf die Probe, Archivarin. Auch wenn ich die Art eures Vorgehens zutiefst missbillige, so habt ihr trotz allem Ferdig von großem Übel befreit. Geht nun hinfort, alles weitere liegt in den Händen Preios und seiner erleuchtenden Inquisition. Wie ihr wünscht, Großinquisitor. Ich bitte jedoch darum, euch bei der Ergreifung von Kastan Wagnitz zur Seite stehen zu dürfen. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr könnt nicht einfach Jagd auf Edelleute machen, deren Maß an Schuld noch nicht einmal bewiesen ist.
Aber genug der Widerworte. Ich verbitte mir nur von nun an jedwede Einmischung in diese Angelegenheit. Besonders von euch. Und nun geht. Archivarin, ihr bleibt hier. Ihr werdet mir alle Schriftstücke, die eure Anschuldigungen untermauern, ohne Ausnahme zur Verfügung stellen. Wie ihr wünscht, Großinquisitor. Gut. Sehr gut, liebe Leute, das war's. Längere Folge. Nein. Schon die Ehre gebietet uns, Arnus Mörder zu Fall zu bringen. Ja. Prioten. Kein Sinn für Gerechtigkeit, außer ihrer eigenen. Das verstehe ich nicht. Bislang ist mir eigentlich nur Gutes über diesen Davanja zu Ohren gekommen. Ja. Genau, liebe Leute. Ich quicksave jetzt einmal und verabschiede mich von euch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht mit Das schwarze Auge Drakensang. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute, und Game Over und Ciao.